Herzlich willkommen bei NextMove. Es geht heute um Nachhaltigkeit bei Nutzfahrzeugen und wir haben mal einen etwas rustikaleren Einstieg ins Video gewählt. Diese Kugel wiegt über 700 Gramm und passt mal auf, was jetzt passiert. Es soll ja Leute geben, die bei Fahrzeugpräsentationen mit Stahlkugeln ihre Autos kaputt machen. Wir schauen mal kurz rein. Oh my fucking God. Well, maybe that was a little too hard. Das wollen wir natürlich nicht machen. Jetzt mal noch einen Ticken schneller. Und wenn ihr euch fragt, warum wir das machen, dann müsst ihr natürlich das Video anschauen. Und am Ende gibt es auch noch mal eine super Slow Motion vom Einschlag der schnellsten Kugel. Heute im Video geht es um die Elektrifizierung der Nutzfahrzeugklasse. Und ihr seht schon an der Größe des Fahrzeugs, es geht um die Klasse bis 3,5 Tonnen oder eben auch leicht darüber. Man könnte auch sagen die Sprinterklasse. Die 3,5 Tonnen sind so eine magische Grenze. Da gilt es einiges an Kompromissen zu machen oder man geht drüber. Da reden wir, was darüber verbunden ist. Und wir suchen die eierlegende Wollmilchsau und schauen uns innovativen Nutzfahrzeug-Leichtbau an. Nämlich dieses Fahrzeug hier dahinter. Und natürlich gucken wir uns auch an, was für ein Auto drunter steckt, was er alles kann. Und ich hoffe natürlich, dass wir am Ende hier eine gute Lösung haben, um möglichst viele Probleme zu lösen. Auf geht's. Schauen wir uns das Auto ein bisschen genauer an. Die Basis dieses Fahrzeuges ist ein Maxus E-Deliver 9. Den haben wir hier bei NextMove auch schon mal im Video vorgestellt. Damals aber noch als klassischer Kastenwagen. Die Autos kann man bei den meisten Herstellern im Nutzfahrzeugsegment dieser Klasse aber auch als sogenanntes Fahrgestell kaufen. Das heißt, hinten ist dann nichts drauf und ich kann mich da als Fahrzeugbauer entsprechend drauf verwirklichen. Batterievariante ist mit in Kombination mit dem Fahrgestell nur eine verfügbar, 65 Kilowattstunden. Und wenn ich natürlich einen entsprechend großen Koffer drauf baue, dann schaffe ich da ungefähr 150, Worst Case würde ich sagen, Praxis 200 Kilometer halte ich für möglich mit dem Auto. Und es ist ein LFP-Akku drin, Lithium-Eisenphosphat. Das ist eine robuste Zellchemie. Der Nachteil ist, das ist ein bisschen schwerer. Der Vorteil ist aber, dass diese Zellchemie robust und langlebig ist. Das heißt, diesen Nutzfahrzeugen hoffentlich ein langes Leben beschert. Und natürlich kann ich sie immer vollladen. Das heißt, etwas vereinfacht gesagt, ich kann sie etwas schlechter behandeln, ohne dass sie so schnell altern wie klassische Akkus mit Nickel-Mangan-Kobalt-Zellchemie. Aktuell drängen ja viele neue Marken auf den deutschen Automarkt, vor allem auch bei PKWs. Maxus, wer es nicht weiß, ist eine chinesische Marke, gehört zum SAIC-Konzern, einem der weltweit Top 10 Autobauer, jährlich über 5 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert. Aber Maxus ist nicht neu in Deutschland. Bereits seit 2017 hat man das Vorgängermodell Maxus EV80 ausgeliefert. Und wenn man in Deutschland was werden will, braucht man natürlich das Vertrauen der Kunden. Vertrauen der Kunden heißt, ein flächendeckendes Netz an Händlern und Servicepunkten. Das sind aktuell 120 Partner in Deutschland, wo ich also Autos, wenn es jetzt nicht so eine speziellen sind wie die, sondern die sozusagen die Serienmodelle, wo ich die also kaufen und auch in die Werkstatt schaffen kann. Und ich brauche natürlich auch eine lange Garantie. Aufs komplette Fahrzeug sind das hier 5 Jahre 100.000 Kilometer, was zuerst eintritt, beziehungsweise beim Akku sind es 8 Jahre 160.000 Kilometer. Zum Handling muss ich sagen, dass trotz der Größe das Fahrzeug ziemlich übersichtlich ist. Ich habe natürlich meine beiden Außenspiegel, unten auch nochmal einen zweiten Spiegel, der nochmal so ein bisschen einen weiteren Zoombereich, gerade so beim Rückwärtsfahren, wenn es ein bisschen enger ist, mir da Einblicke liefert. Und ich habe eine Rückfahrkamera, die ist klassischerweise natürlich hier in dem Display. Da aber hier kein serienmäßiger Kasten hinten drauf ist, sondern ein Koffer, hat der Umrüster hier eine zweite Kamera eingebaut. Die ist hier. Und ich wende jetzt mal hier in sozusagen in drei Zügen. In einem Zug wäre es nicht schaffen. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich fahre also raus, soweit wie es geht. Rückwärtsgang rein, es kommt nochmal ein akustisches Warnsignal, Achtung, du fährst rückwärts, Blick über die Spiegel und ohne Verzögerung geht die Kamera entsprechend an und ich kann also hier zentimetergenau rangieren
und wenn ich vorwärts fahre, geht sie wieder aus. Inzwischen ist aber auch eine Adapterlösung herstellerseitig verfügbar, dass also Sommer der Kofferaufbauer einen Adapter bekommen hat, um die Rückfahrkamera auch ins zentral originale Display mit einzubinden. Angetrieben wird das Fahrzeug auf der Vorderachse mit einem 150 kW Motor. Jetzt werden manche sagen, ja, Elektro-Auto-Heckantrieb ist doch da viel schöner. Ja, bei Nutzfahrzeugen würde ich das nicht unbedingt unterstreichen. Wenn es nämlich draußen ein bisschen glatt ist und ich das Fahrzeug leer habe, dann kann es auch mal passieren, dass ich da so wenig Last auf der Hinterachse habe, dass ich da einfach nicht wegkomme. Insofern beim Nutzfahrzeug, wo es ja weniger auf Performance und Fahrgefühl ankommt, sondern eher auf Praxistauglichkeit, ist der Frontantrieb durchaus eine Option, wo ich dabei bin. Schauen wir uns mal noch an, wie wir vom Fleck kommen hier im Stadtverkehr. Ampel ist aktuell noch rot, sie wird grün. Ich muss aber Fußgänger und Verkehr beachten. Wir sind natürlich ohne Zuladung, das heißt Leergewicht des Fahrzeuges mit zweiter Person drinne sind wir jetzt ungefähr im Bereich von 2,6 Tonnen. Und also auch Blick auf die Fußgänger über die Scheibe hier ist gut. Und jetzt, ja, wenn man die Räder einschlägt, das ist ja auch völlig klar, dann drehen sie schon mal leicht durch. Aber wir sind halt jetzt schon bei 50 und Rekuperation kann ich einstellen. Drei Stufen habe ich hier, bin hier im Stadtverkehr jetzt in Reku 2 unterwegs, dass ich also aber auch relativ energiesparend verzögern kann. Hier hat jetzt gerade einer, ist hier rechts rangefahren, musste ich also nicht auf die Bremse, sondern Fuß wegnehmen vom Strompedal und Energie zurückgewinnen, hat also funktioniert. An Ladetechnik ist sozusagen der Klassiker verbaut. Wir haben einen 11 kW Onboard-Lader. Das heißt, wenn der Akku ziemlich leer ist, kann ich ihn in ungefähr 6 Stunden an einer normalen Wallbox wieder aufladen. Schnelles Laden kann das Auto natürlich auch an CCS, also der europäische Standard. Hier ist die Werksangabe 36 Minuten für 20 auf 80% Nachladung. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal von draußen an, beziehungsweise wie es denn innen hinten aussieht. Wie komme ich rein ins Auto? Da gibt es verschiedene Varianten, wo man für den passenden Einsatzzweck das passende wählen muss. Hier sind jetzt Portal- oder Flügeltüren, die sind auch abgeschlossen, schauen wir uns gleich noch an. Variante 2 wäre eine schwenkende Ladebordwand, die also elektronisch gesteuert ist, wo ich also auch schwere Lasten bis auf den Boden ablassen kann. Das kostet natürlich Zuladung, ungefähr 200 Kilogramm Differenz zu dem, was wir hier haben. Und die Leichtbauvariante, für einige Gewerke ist das sinnvoll, wo ich sozusagen eine komplett klappbare Wand habe, wo ich natürlich dann, wenn ich die hier 3 Meter nach hinten ausklappe, jedes Mal entsprechend viel Platz brauche und ist also auch vom Handling vielleicht nicht so einfach. Um meine Ladung zu sichern, ist das Ganze hier zugeschlossen. Ich muss also zunächst das Schloss freilegen, hier hinter dieser Klappe, Schlüssel rein, aufschließen. Wenn ich jetzt nur kurze Strecken fahre und nicht Angst habe, dass sie mich an der roten Ampel beklauen, kann ich es natürlich auch offen lassen. Das Ganze kann ich hinten einhaken und es fallen mehrere Dinge sofort auf. Zum einen habe ich natürlich hier eine Trittstufe, die ist auch nicht klappbar, die ist fest, aber ich sehe sie in der Rückfahrkamera. Das zweite, was ich sehe, ich als großer Mensch brauche sie eigentlich nicht, weil ich habe hier nur 74 cm Einstiegshöhe, also eine sehr tiefe Höhe. Und wenn ich was Schweres rausnehme, zum Beispiel ich montiere eine Küche oder liefere einen Kühlschrank und bin zu zweit, habe ich also hier eine bequeme, rückenschonende Griffhöhe und kann Sachen auch direkt rausnehmen. Der Kompromiss, den man dafür eingegangen ist, ihr seht es schon, ist der Radkasten. Dass ich also einen Radkasten hier in der Ladefläche habe. Die Alternative wäre, den Kasten auf diese Höhe hochzusetzen. Damit verliere ich aber Volumen, weil ich auch in der Gesamthöhe durch die Zulassung des Fahrzeuges limitiert bin. Ich glaube, bei 3 Meter ist Schluss. Das heißt, wenn ich hier höher gehe, verliere ich automatisch Volumen. Die Maße sind 4,15 Meter in der Tiefe oder in der Länge, wie man es möchte. Wir haben 2,05 Meter in der Breite und in der Höhe, ich bin 2 Meter groß, haben wir 2,20 Meter und wer das miteinander multipliziert, kommt auf ungefähr 18,7 Kubikmeter Ladevolumen und Zuladung bei Einhaltung der 3,5 Tonnen Grenze hier im Fahrzeug 945 Kilogramm. Beleuchtung gibt es natürlich auch, LED-Beleuchtung. Ich habe hier hinten eine, vorne ist auch nochmal eine und zur Ladungssicherung habe ich an der Seite 3 Schienen in 3 verschiedenen Höhen und zumindest jetzt serienmäßig hier erstmal eine Stange. Handhabung ist so, rechts eine Lücke suchen, ein bisschen dagegen schieben und dann links einrasten. Der Vorteil ist, dadurch, dass ich hier ein bisschen Spiel habe, muss die nicht genau im rechten Winkel sitzen. Ich kann sie auch leicht schräg versetzt reinmachen. Als Bodenplatte habe ich segmentüblich eine rutschfeste Holzplatte, die also hier wirklich so ist, dass ich hier nicht vom Fleck komme.
Übrigens, wer uns noch nicht kennt, wir bei Nextmove vermieten Elektroautos. Unsere Flotte ist voll elektrisch mit über 500 E-Autos an 11 Standorten deutschlandweit. Natürlich viele Nutzfahrzeuge, nicht nur so große, sondern auch kleine, aber natürlich viele Pkw. Egal ob Abo oder Kurzzeitmiete, um es mal auszuprobieren. Mit 3 Klicks auf der Homepage findet ihr Verfügbarkeit und Preis am gewünschten Standort für euer E-Auto. Oder eben hier auf YouTube, unter anderem jeden Freitag um 18 Uhr mit Deutschlands meistgesehener E-Mobility-Nachrichtensendung, unser Next News, regelmäßig über 100.000 Zuschauer. Und wenn euch gefällt, was wir hier treiben, dann lasst bitte auch ein Abo da. Nochmal zum Vergleich, eine Nummer kleiner. Das hier ist der Maxus eDeliver 3 in der Langversion mit 860 Kilogramm Zuladung, 6,3 Kubikmeter Volumen. Hier haben wir bei Nextmove übrigens aktuell eine Neukundenaktion für gewerbliche Langzeitmieter. Netto pro Monat 399 Kilometer. Da sind die ersten 1.000 Kilometer schon mit drin und eine Vollkasko mit 1.000 Euro Selbstbeteiligung. Aktionsangebot ist buchbar für maximal 3 Monate, aber pro Unternehmen können mehrere Fahrzeuge gebucht werden. Was ist jetzt das Besondere an diesem Kofferaufbau? Wir reden hier über einen innovativen Leichtbau made in Germany, der aktuell nur von einem Anbieter so umgesetzt wird. Der Anbieter steht auch hier oben drauf. Firma Sommer aus Sachsen-Anhalt in Laucha an der Unstrut. Die bauen mehrere tausend von solchen Aufbauten auf Fahrgestelle für Fahrzeuge, überwiegend aktuell natürlich für Elektrofahrzeuge und nicht nur für Nextmove, auch andere große Firmen aus der Logistikbranche lassen dort Transporter bauen, die dann zum Beispiel die Farbe gelb oder auch dunkelbraun haben. Das Besondere ist, dass es jede Menge Vorteile gibt, die wir uns gleich noch anschauen. Schauen wir uns aber an, wie Kofferaufbauten klassischerweise umgesetzt werden. Da haben wir hier ein Beispiel auf einen Maxus EV80. Wir sehen hier zum einen ein massives, ich würde mal sagen, Außenskelett. Das ist teilweise überwiegend Aluminium und dort wurden die Kunststoffe quasi eingeklebt. Ich bin also angewiesen auf eine Außenhülle und habe hier einen Kunststoff, der oft aus mehreren Komponenten besteht. Da ist oft auch eine Glasfaserkomponente dabei, da ist im Innenraum ein geschäumter Kunststoff. Ist also ein Material, was ich, wenn ich hier mal einen Anfahrschaden habe, nicht reparieren kann, sondern ich kann es eigentlich nur wegwerfen. Das heißt, Anfahrschaden an der Brücke wäre hier eigentlich ein Totalschaden. Das Ganze ist natürlich auch ein Ticken schwerer und ich kann es eben nicht oder schlecht zumindest recyceln, weil ich mehrere Kunststoffe im Verbund auf der Fläche angewendet habe. Hier ist das Ganze ganz anders. Polypropylen ist das Zauberwort. Die Platten sind made in Germany. Man sieht hier so ein bisschen angedeutet, das ist die Arbeitsbreite, wie das Material zugeliefert wird. Und es ist sozusagen ein Wabenkunststoff mit 2 harten Außenhüllen, in der Mitte eine Wabe. Und der Vorteil ist, ich kann es frei zuschneiden und verschweißen. Das heißt, ich bin natürlich in der Möglichkeit, was den Fahrzeugbau angeht, sehr flexibel. An den Ecken zum Beispiel ist es so, dass ich hier eine runde Ecke habe. Das ist also eine freitragende Konstruktion ohne einen Rahmen. Und die runden Ecken kriegt man so hin, indem man die Platte quasi einflext, dann knickt und in die Ecke eine Schweißnaht setzt. Und so kann ich auch Regalaufbauten oder Türen oder ähnliches im Innenraum noch Abtrennungen gestalten. Das ist das eine. Das zweite ist, Dach im Winter ist auch so ein Thema, dass da Wasser drauf steht und ich vielleicht eine Dusche kriege oder sich Eis bildet, was sich dann im Verkehr löst, nachfolgenden Verkehr gefährdet. Auch dort war man schlau. Man hat sozusagen die Platten im Dach auch unten leicht eingeflext, ein bisschen unter Druck gesetzt, dass sie leicht nach oben kommen, wieder unten eine Schweißnaht draufgesetzt und man hat sozusagen einen ganz leichten Dachdom realisiert, auch mit diesem Kunststoff. Ein weiterer Vorteil liegt natürlich am Ende des Lebens eines solchen Kofferaufbaus in der Recyclingfähigkeit. Dadurch, dass ich nur einen Kunststoff am Start habe, kann ich den auch komplett wieder recyceln und nicht irgendwas Minderwertiges draus machen, sondern wieder einen vollwertigen Kofferaufbau oder eine Wabenplatte entsprechend. Ich selber konnte mir die Produktion auch angucken, wie das Material dort verschweißt wird. Das sind so eine Art XL-Heißklebepistolen, wo dann so eine Art Kunststoffdraht reinläuft von so einem Vorratsspirale, ähnlich wie es auch beim 3D-Drucker ist. Und das Ganze ist natürlich auch gut für die Reparaturfähigkeit, weil wenn ich hier einen Schaden habe, egal ob jetzt oben auf der Ecke oder hinten, kann ich einfach ausschneiden und eine neue Platte reinschweißen. Auch das sozusagen nochmal ein Vorteil im Bezug
Bezug auf Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit war ja auch der Einstieg ins Video. Und das Ganze kann ich nicht nur an einem Standort machen. Es gibt in Deutschland 10 zertifizierte Partner, die dieses Schweißverfahren beherrschen. Wenn man jetzt den Vergleich zwischen den beiden Transportern sieht, also da sozusagen ein massives Außenskelett und hier ein Leichtbau aus einer Wabenplatte, könnte man vermuten, dass man hier mit größeren Toleranzen arbeitet. Das Gegenteil ist der Fall. Im klassischen Kofferbau sind es wohl teilweise mehrere Zentimeter Toleranz oder sagen wir mal 1 oder 2 Zentimeter. Hier arbeitet man mit Millimetern Toleranz. Auf eine Diagonale gemessen sind es wohl 3 Millimeter, die man sich intern als Richtgröße gesetzt hat. Im Alltagsnutzen ist ein wichtiger Aspekt natürlich auch Schäden am Fahrzeug. Deswegen auch der Einstieg mit den Stahlkugeln. Das ist ein besonderes Problem im Nutzfahrzeugbereich. Die Schäden kommen aber dann teilweise weniger von außen nach innen als eher von innen nach außen. Man muss aufwendig die Bordwände verkleiden, das kostet Geld. Oder wenn das nicht gemacht ist, sieht man häufig Transporter, die von schlecht gesicherter Ladung oder einfach Stress im Alltagsnutzen sozusagen Schäden von innen nach außen haben. Das gibt dann so kleine Beulen auf der Außenhaut, die dann tatsächlich auch anfangen zu rosten. Kann hier nicht passieren. Und so ist denn bitte auch unser Einstieg heute ins Video mit den Kugeln zu sehen. Etwas provokant zugegeben und nicht etwa gemeint als Einladung zum rücksichtslosen Umgang mit unseren Fahrzeugen oder mit Fahrzeugen im Allgemeinen, sondern zu zeigen, hier haben wir ein Produkt oder einen Transporter, der sehr, sehr viele Vorteile mit sich bringt. Wir haben also erstens weniger Gewicht, dafür mehr Zuladung und mehr Ladevolumen. Wir haben weniger Kleinschäden am Fahrzeug. Wir haben eine bessere Reparaturfähigkeit und das Ganze ist am Ende komplett recyclingfähig. Warum ist jetzt die 3,5-Tonnen-Grenze so wichtig? Führerschein Klasse B, also umgangssprachlich Pkw-Führerschein, so ein wie ich habe, vor 1999, darf noch bis 7,5 Tonnen fahren. Seit 1999 nur noch bis 3,5 Tonnen. Aber Ausnahmeregelungen für Elektrotransporter gibt es bereits, aber es gibt da viel streitbares Kleingedrucktes. Zum Beispiel gilt diese Ausnahme bis 4,25 Tonnen mit Führerschein Klasse B aktuell nur im Inland. Der nächste Tatbestand, der erfüllt sein muss, ist nur für die Güterbeförderung. Ein privater Umzug ist da also nicht abgedeckt. Und man benötigt einen Nachweis darüber, dass die Zuladung durch die Überschreitung der 3,5-Tonnen-Grenze nicht höher ist als die Zuladung eines vergleichbaren Dieseltransporters. Da ist aber nicht festgelegt, wie dieses Dokument aussehen soll. Jetzt hat man aber, um das Ganze zu harmonisieren und auch mal vernünftig und rechtssicher zu regeln, auf EU-Seite neue Regeln für Führerscheine auf den Weg gebracht. Bis die beschlossen sind, wird es aber noch eine Weile dauern. Die nächste Einschränkung ist, oberhalb von 3,5 Tonnen brauchen die Fahrzeuge einen digitalen Tachograph. Das geht noch, wenn man das weiß, kann man das mitkaufen, kostet so 500 bis 1000 Euro. Viel wichtiger ist aber, dass es besondere Lizenzen im Güterverkehr oberhalb von 3,5 Tonnen benötigt. Das Ganze ist relativ aufwendig, kleine Unternehmen scheuen sowas. Außerdem gibt es einige Einschränkungen in der Straßenverkehrsordnung für Fahrzeuge oberhalb 3,5 Tonnen. Zum Beispiel Tempo 80 und innerorts schreibt die Straßenverkehrsordnung beim Rechtsabbiegen Schrittgeschwindigkeit vor. In der Sprinterklasse kommen aktuell viele neue Modelle auf den Markt, unter anderem der Sprinter. Aber auch Stellantis hat ja kürzlich in einer Pressemitteilung angekündigt oder verkündet, dass die komplette Produktpalette im Bereich Transporter überarbeitet wurde. Und die Ansage war, keine Kompromisse mehr bei Zuladung. Aber ganz so einfach ist es nicht. Schauen wir zuerst auf den Sprinter. Den gibt es in 2 Varianten. Einmal mit einem kleinen Akku als Hochdach. Dort gibt es noch 775 Kilogramm Nutzlast unter Einhaltung der 3,5-Tonnen-Grenze. Also fast 200 Kilo weniger Zuladung als hier in unserem Testfahrzeug aktuell. Trotz, dass dieses Auto hier mit 65 Kilowattstunden ja nochmal ungefähr 10 Kilowattstunden mehr hat als der Sprinter mit dem kleinen Akku. Beim großen Sprinter hat Mercedes komplett auf die 3,5 Tonnen verzichtet. Den gibt es ausschließlich mit 4,25 Tonnen. Groß heißt also 113 Kilowattstunden Batterie für über 400 Kilometer Reichweite, zumindest auf dem Papier. Zweites Beispiel wäre Stellantis. Wir haben uns mal den Fiat e-Ducato rausgepickt. Den gibt es nur mit einer großen Batterie, also nur eine Batterievariante. Anders als Maxus und Mercedes setzt man aber auf einen teureren, aber auch leichteren NMC-Akku, also einen Nickel-Mangan
Kobalt-Zellchemie, dort aber nur 635 Kilogramm Nutzlast. Abzüglich Sonderausstattung kann es also sein, dass man unter die 500 Kilo rutscht. Beim E-Ducato hat der Kunde aber die Wahl zwischen einer Variante mit 3,5 Tonnen und geringer Zuladung oder eben höherer Zuladung und dann 4,25 Tonnen. Der Nutzer muss sich also entscheiden, drei Dinge miteinander zu kombinieren. Geht also nicht, wie wir gesehen haben. Hohe Reichweite, hohe Nutzlast und die 3,5 Tonnen Grenze, das alles zusammen funktioniert nicht. Und ich glaube, mit dem, was wir hier auf die Straße gestellt haben, haben wir da ein gutes Gesamtpaket zur Verfügung. Ich hoffe, es waren spannende Einblicke für euch. Wir haben versucht, mal zu zeigen, wie man über das Thema Batterie oder Motor oder Aerodynamik oder Elektromobilität darüber hinaus, aber im besonderen Bezug zur Elektromobilität, in diesem Bereich Fahrzeuge weiterentwickelt über einen innovativen Leichtbau. Und für alle, die bis jetzt dran geblieben sind, haben wir noch die Slow-Mo für euch. Nochmal kurz zur Erläuterung, eine Kugel ist halt eine Kugel. Das heißt, hier gibt es einen punktförmigen Auftritt. Das ist also echt eine harte Beanspruchung für so eine Oberfläche. Wir lassen mal die Super Slow Motion laufen und sehen also tatsächlich den punktförmigen Auftritt und dann taucht die Kugel ein kleines Stück ein in die Oberfläche, um dann am Ende, anders als bei Elon Musk, schadfrei wieder auszutreten sozusagen. Ich hoffe, die Nummer mit den Kugeln war nicht zu hart für euch und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video hier auf dem Kanal wieder mit einschaltet oder bei Next Move mal ein Auto mietet. Und für heute sage ich Tschüss, bleibt gesund und fahrt elektrisch.